Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück beim Shisha-Samstag. Ich bin hier wieder mit am Stissel mit dem Timo, bin der Bombay und wir testen heute mal wieder einen Tabak für euch. Wir sind jetzt schon bei der dritten Folge und schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute im Angebot den True Passion, Sorte ist Oculum. Den haben wir letztes Mal schon mal geraucht, genau. mit dem One Smoke, also mit indirekter Hitze. Also mit einem ganz anderen Setup als jetzt. Jetzt haben wir hier wieder meine Brodata am Start, Brodata Scorpion, mit dem Hutshot-Kopf und den ganz normalen Kaminaufsatz. Drei Kohle, Molassefinger ist noch dazwischen. Und als wir den letzten Mal mit der indirekten Hitze geraucht haben, hatte ich den Eindruck, oder wir beide hatten den gleichen Eindruck, der kommt mit der indirekten Hitze nicht ganz klar. Indirekte Hitze ist also ein bisschen heißer. Und ich bin gespannt, was der jetzt so sagt. 16,90 €, ziemlich solider Preis. Auch ein ziemlich mittelgrober Schnitt, würde ich sagen. Man hat ein bisschen Strunk mit drin. Es geht aber, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so schlimm wie bei anderen Tabaks. Also das soll ja wieder das Getränk Moloko schmecken. Ja, ist ja Oculum, ist ja quasi rückwärts Moloko. Ach ja, genau. Genau, das ist halt so auch so Holunder, Minze. Also für mich riecht der wie, es gab mal früher so, so Medizin, also zu Zwecken von Erkältung hat man immer so grüne Pillen genommen, die Zunge taub gemacht haben. Kennst du die zufällig? Boah, ich weiß nicht ganz, wie sie heißen. So, ja. Das sind so grüne. Dobedan oder so was? Wie? Dobedan irgendwie so? Ja, kann sein. Dolum Nomedan, irgendwie so was. So grüne Dragees sind das und so riecht der auch. Die haben so ein bisschen wie Cola geschmeckt, so ein leicht. Ja, genau, und die haben die Zunge taub gemacht, das weiß ich noch. Und so riecht der irgendwie. Also riecht total, boah, riecht so fast limettenartig. Diese Limette, die sticht halt schon am meisten raus, muss ich sagen. So, und wir werden jetzt mal den ersten Zug nehmen und mal gucken, was der Tabak sagt, ne? Ja, der Rauch ist auf jeden Fall gut. Also Rauchentwicklung sehr, sehr gut, ja. So, Pfeife ist auf jeden Fall voll da. Ja. Rauch ist da. Geschmack muss ich nur ein, zweimal dran ziehen. Ja, man schmeckt schon dieses Limetten-Holunder-mäßige, würde ich sagen. Boah, schwierig. Schmeckt echt sehr, sehr limettig. Ja. Ja. Doch, also echt, Limette sticht raus. Ja, genau. Definitiv, ganz klar. Kann man auf jeden Fall ziemlich gut rauchen. Also das kratzt jetzt auch nicht sonderlich oder so, also... Nee, überhaupt True Passion eigentlich ein sehr solider Tabak. Wie gesagt, ich würde den nicht empfehlen, mit indirekter Hitze zu rauchen, weil das kann der nicht so gut ab. Aber so, mit dem ganz normalen 3-Kohle-Kaminkopf. Ja, kann man ihn auf jeden Fall easy rauchen. Also ist auch, ich finde, es ist ein angenehmer, angenehmer Tabak. Auch erfrischend. Genau. Ziemlich erfrischend. Also für den Sommer auf jeden Fall kann man definitiv mal rauchen. Ich würde zum Beispiel persönlich sagen, man kann auch einen zweiten Kopf mal hintereinander rauchen. Weil es jetzt nicht so ein Geschmack so, der dir schnell am Sack geht. Genau. Also ist eigentlich so ein angenehmer, leicht erfrischender. Ja, also kratzt nicht irgendwie. Kratzt sehr, nicht. Sehr guter Rauch. Ja, Rauch ist sehr gut. Geschmack nicht unbedingt das absolute Premium, aber sehr solide. Kann man rauchen, echt erfrischend, sehr, sehr sauer fast, sag ich mal. Ja, dieses typische Limetten-Ding halt so, ne? Also die Limette ist halt klar im Vordergrund und dann so der Abgeschmack, da kommt dann halt so ein bisschen, also leichte Holunder dann noch so ein bisschen hoch, sag ich mal. Ja, genau. Also trägt auf jeden Fall Holunder auch, kann man durchaus rausschmecken. Ich würde mir auf jeden Fall nochmal kaufen, würde ich sagen. So. Also das ist jetzt nicht so ein Tabak, den man sich unbedingt andrehen lassen muss oder so, sondern da würde ich, glaube ich, auch mal freiwillig zugreifen. Genau. Also ich habe auch gehört, der ist auch relativ schnell immer vergriffen. Ich hatte mir letztens geholt gehabt, da war ich glaube ich in 3 verschiedenen Läden und ich glaube der dritte hatte den erst oder so. Also aber das, überhaupt True Passion, ne? True Passion ist eigentlich auch keine schlechte Marke, ja. Das soll nach dem Getränk schmecken. Auf jeden Fall, der kommt dem Getränk ziemlich nah. Kennst du das Getränk? Ja, ich kenne das Getränk. Ich kenne das gar nicht. Aber wir wollen hier nicht Getränke bewerten oder so, aber der schmeckt danach. Also ich würde sagen, er kommt sehr nahe dran. Ja, also guter Tabak kann man durchaus mal mitnehmen. Können wir zur Bewertung noch sagen, ne? Ja, was sagst du? Ja, 5 Sterne haben wir zur Verfügung. Ich schwank zwischen 3 und 4 so. Ich finde, wir haben in der letzten Folge haben wir dem ein 3 gegeben. Weil ich würde den nicht auf eine Stufe stellen mit dem Stormy aus der letzten Folge. Ich würde sagen so 3,5. 3,5, dann sagen wir 3,5. 3,5. Ja. Auf jeden Fall, man kann ihn rauchen, aber es ist natürlich auch nicht so, du denkst so, Alter. Alter, das krass ist, oder so. Die Neuheit am Markt, die du brauchst. Ja. So, also wie gesagt, 3,5 Sterne. Ja. Kaufempfehlung geht easy raus. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit der dritten Folge vom Shisha-Samstag. Ja. Wir sehen uns wieder beim nächsten Samstag. Und bleibt fresh. Wir rauchen den Kopf zu Ende. Ja. Guten Rauch. Wir sind raus. Und schönes Wochenende noch. Haut rein.